herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir freuen uns auch immer über Resonanzen. Und da schreibt uns jemand, vielen Dank für diese Sendung, das ist wirklich Hoffnung und das wollen wir auch verbreiten, Hoffnung. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen, heute mit dem Thema Wir brauchen Beziehungen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen über gebet@missionswerk.de oder im Chat oder unser Telefon ist geschaltet bis 13 Uhr. Wir brauchen Beziehungen. Du sagst, genau das fehlt mir momentan. Das ist das, was gerade nicht möglich ist. Wir dürfen nicht uns zu nahe kommen und unsere Freunde, die wir gerne bei dem schönen Wetter einladen, gerade jetzt in der Osterzeit, wir würden gerne grillen, uns all das Schöne machen, wo wir uns so lange darauf, wo wir ersehnt haben, das ist derzeit nicht möglich. Ich sage dir eine Alternative und die ist Jesus. Jesus ist für uns gekommen und wir haben ja jetzt gerade die Osterzeit, ist für uns gekommen, damit wir mit ihm eine Beziehung aufbauen können. Er hat die Kluft, die wegen der Sünde da war, wirklich am Kreuz besiegt. Wir haben freien Zugang zu unserem Vater im Himmel. Wir dürfen Vater zu ihm sagen. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache. Und wir dürfen da eine Beziehung aufbauen. Und die Beziehung mit Jesus und Gott, dem Vater, ist viel enger, wie du es mit deinen Freunden, selbst mit deiner Frau haben kannst. Denn er möchte in dir wohnen und das ist so eine wunderbare Sache. Nütze das ganz besonders in diesen Tagen, die Beziehung zu deinem lebendigen Gott. Du darfst ihm dein Herz ausschütten, du darfst mit ihm reden, wie du mit einem Freund redest. Und das ist was Wunderbares und das ist das beste Mittel gegen so manche Einsamkeit. Wenn jemand sagt, ich bin so alleine, dann möchte ich gerne zu ihm sagen, nein, bist nicht alleine. Dein Herr und dein Gott ist mit dir. Danke, Herr, dass das einem jeden klar wird, dass er nicht alleine ist. Dass er auch in dieser Zeit, wo wir unsere Lieben nicht um uns versammeln dürfen, danke, Herr, dass du der bist, der uns so nahe bist. Und Herr, dass du so nah an uns herankommen kannst, Herr, wie wir es uns kaum vorstellen können. Und danke, Herr, dass wir in einer Beziehung mit dir leben dürfen und mit dir reden dürfen. Und wir dürfen dir auch in dieser Zeit alles sagen. Du hörst es und du antwortest. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir möchten heute speziell beten für die vielen Kinder und auch Jugendlichen, die zu Hause sind, die nicht raus können, die ihre Freunde vermissen oder Großeltern vermissen, denen die Decke auf den Kopf fällt und dadurch kritische Situationen entstehen. Jesus, wir danken dir, dass du gerade auch diese Familien siehst, wo kritische Situationen entstehen, durch dieses Eingesperrtsein, durch dieses Nicht-Raus-Können, wo die Schulen geschlossen sind, die Kindergärten jetzt geschlossen sind. Danke, Jesus, dass du da wirklich hineinkommst mit deinem Frieden. Danke, Jesus, dass du einfach deine schützende Hand auch über jede Familie hältst, über jedes Kind oder Jugendlichen, der sich eingesperrt fühlt oder der nicht weiß, was er tun soll oder was zu machen ist. Danke, Jesus, dass du da wirklich Lösungen hast, dass du Weisheit schenkst und dass du Frieden gibst. Danke, Jesus. Danke, dass du da mittendrin bist und dass wir dir diese Kinder und Jugendlichen und die ganzen Familien einfach anbefehlen dürfen, dass du der Herr bist und dass du großartige Dinge auch trotzdem tust, auch wenn wirklich auch solche Situationen da sind, wo Enge ist und wo schwierig sind. Danke, Jesus, dass du da eingreifst. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Auf Facebook schreibt uns Ursula: Könnt ihr für mich beten? Habe die Diagnose Krebs bekommen.
Und Christa schreibt, ich bitte um Heilung meiner Fußschmerzen und meines Tennisarms. Jesus, und wir danken dir, dass du gerade bei diesen Personen bist, die jetzt deine Hilfe brauchen. Danke, Jesus, dass du auch jeden Krebs besiegt hast am Kreuz von Golgatha und dass du der Heiler bist, der jetzt diese Person berührt. Und ich danke dir auch für die Christa mit ihren Fußschmerzen und dem Tennisarm, dass du sie berührst und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Danke, dass du auch da der Heiler bist, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, auch an all den Menschen, die jetzt Schmerzen haben oder krank sind. Danke, dass du sie berührst, dass wir einfach vor deinen Thron kommen dürfen und dir wirklich das anbefehlen dürfen, dass dein Heilungsstrom fließt und dass wir wirklich dich haben und unser Vertrauen auf dich setzen, weil du ein Gott bist, der hilft und weil du ein Gott bist, der heilt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Dann schreibt uns die Susanne per E-Mail. Meine Schwägerin schickt mir laufend buddhistische Sachen und versucht, diese auch in der ganzen Familie zu verbreiten. Ich möchte mich gern in Weisheit verhalten und ihr Jesus nahebringen, aber ich weiß nicht wie. Ja, für unsere Familien, unsere nahen Angehörigen brauchen wir oft viel Weisheit. Dafür wollen wir beten. Danke, Herr, dass du jedem jetzt so viel Weisheit schenkst. Herr, ich danke dir dafür. Zeige du dich auch als den Retter und als den Erlöser ohne viel Gerede. Herr, ich danke dir dafür. Herr, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen, und lass das auch unsere Lieben um uns herum erfahren, dass in dir alles ist, dass in dir Hilfe ist, dass in dir Liebe ist, dass in dir alles ist. Ich danke dir dafür, dass du jedem auch Weisheit schenkst, sich richtig zu verhalten, die richtigen Worte schenkst, und manchmal ist das beste Zeugnis, wenn du wirklich aus uns herausstrahlen kannst, ohne Worte. Danke, Herr. Amen. Amen. Jesus heilt und er hat Lösungen für unsere Probleme, und das dürfen wir immer wieder erfahren. Und Menschen schreiben uns, was sie erlebt haben mit Gott. Und das möchte ich euch vorlesen heute. Ich habe 3 Zeugnisse mitgebracht. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Gebete für die Heilung meines erkrankten Bruders bedanken. Er litt seit Anfang des Jahres nach einer Reise an einer Immunerkrankung. Wie durch ein Wunder ist er Ende des Sommers von all diesen Dingen geheilt. Er ist wieder zu Kräften gekommen und Gott hat an ihm gewirkt. Gott kann Wunder vollbringen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die Gebete. Und das ist wahr, Gott kann Wunder vollbringen. Und daran wollen wir festhalten. Und eine 2. Gebetserhörung. Ganz herzlichen Dank für eure Gebete für meine Freundin, die an Gürtelrose erkrankt war. Als ihr für sie gebetet habt, ging es ihr von Tag zu Tag besser. Das Wunder geschah in der Gebetsnacht. Sie über das Internet angeschaut hat. Sie war plötzlich völlig von der Krankheit geheilt und hat wieder Kraft bekommen. Lob und Dank sei dem Herrn dafür. Wunderbar, wie Gott eingreift und heilt. Ihr habt für unseren Sohn gebetet, da er seit der 1. Klasse aufgrund von Muskelhypertonie Probleme in der Schule hatte. Vor allem auch Probleme mit seiner Lehrerin. Jetzt hat er in der 3. Klasse eine neue Lehrerin und blüht auf. Er arbeitet in der Schule gut mit. Seine Lehrerin lobt ihn und nimmt unseren Sohn so an, wie er ist. Er geht wieder gerne zur Schule. Danke für euer Gebet. Auch in eurer Sendung habt ihr für mich gebetet. Ich hatte starke Schmerzen am Zahn, bedingt durch eine Entzündung an der Zahnwurzel. Letzte Woche war ich beim Zahnarzt. Der Zahn wurde geröntgt. Es ist keine Entzündung mehr zu finden. Alle Schmerzen sind weg. Danke für eure Gebete. Ist das nicht wunderbar, wie Gott Lösungen für uns hat, für jeden Einzelnen, auch Heilung und alles, was wir brauchen? Ja, Gott ist so groß und so gut. Nicht nur
für Heilung, sondern für alles, was wir brauchen. Und das ist schön. Wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen über unsere WhatsApp-Nummer. Es würde uns interessieren und wir sagen es auch gerne weiter. Heute der Tipp des Tages hängt sich wieder an das Thema, dass wir Beziehungen brauchen. Suche dir oder überlege dir, welche Leute du momentan in deinem Umfeld vermisst. Tu 5 bis 10 Leute dir aufschreiben. Ich habe es mal wieder mit einem Blatt Papier. Schreib es dir auf und bete mal für diese Leute. Einer nach dem anderen. Du wirst sehen, indem du für diese Leute betest, wirst du selber gesegnet werden. Du kannst uns gerne weiter deine Anliegen senden. Unser Telefon ist noch bis 13 Uhr geschaltet für dich. Ich möchte dir heute unser Magazin empfehlen. Es ist völlig kostenlos und du kannst uns deine Adresse nennen und wir senden dir es unverbindlich zu. Es sind viele, viele Artikel drin, gute Tipps, Inputs und so weiter. Und das erscheint jeden Monat. Wenn du das bestellst, erhältst du von uns kostenlos mein Buch dazu, Du bist wertvoll. Nimm das auch zu Herzen, Du bist wertvoll. Da steht so viel Wertvolles drin, was du bist und wie du wertvoll bist und wie Gott wertvoll ist und was er für dich tun möchte. Wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Gute. Tschüss. Schon gelesen? Das neue Magazin ist da. Mit hilfreichen Artikeln für Ihr Leben und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Jetzt kostenlos bestellen.